Nur alle 5 Jahre findet die große Krippenausstellung im Kongregationssaal am Kapellplatz in Altötting statt. In diesem Jahr werden über 50 verschiedene Krippen von Mitgliedern und Freunden der Krippenfreunde Altötting ausgestellt. Gezeigt werden unter anderem neapolitanische, orientalische, alpenländische und heimatliche Krippen in ihrer ganzen Vielfalt. Diese Krippen, die hier ausgestellt werden, sind nur von den Mitgliedern, die sich das ganze Jahr dann auch schon Gedanken machen oder bis zur nächsten Ausstellung, was zeige ich denn? Und es ist auch eine gewisse Anregung für die Mitglieder, sich wieder Gedanken zu machen, was möchte ich denn in der Ausstellung zeigen, und sie damit auch animiert werden, Neues zu bieten. Also es ist eine große Vielfalt da und es wiederholt sich kaum irgendwo eine Art der Darstellung. Ein tolles Exponat, das wir jetzt wieder haben, das wurde vor 40 Jahren zum ersten Mal ausgestellt. Das ist die Altöttinger Wallfahrtskrippe. Sie wurde damals zum Papstbesuch 1980 von einem Privatmann in Auftrag gegeben. Und die Administration konnte diese Krippe jetzt in seinen Besitz übernehmen. Und wir sind sehr stolz, dass wir diese Krippe wieder zeigen können nach so langer Zeit. Sie war nämlich nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich. So eine umfangreiche Ausstellung im sonst als Kirchenraum genutzten Kongregationssaal bedarf einer aufwendigen Vorbereitung und genauen Planung. Wir beginnen bereits schon im Januar mit der ganzen zeitlichen Planung, dass wir den Saal auch bekommen von der Männerkongregation. Und dann wird schon Mai, Juni wird schon der Zeitplan gemacht, welcher Trupp wann wo antritt. Kirchenbänke werden überbaut. Das ist der erste Trupp, der das Podest macht. Der zweite Trupp ist dann der Aufbau der Schaukästen. Und dann kommt der Strom, Beleuchtung und so weiter. Ich habe sehr viele Helfer im Verein, die jederzeit bei Anruf bereit sind. Es ist eine Kirche, die wir komplett umfunktionieren für unsere Ausstellung. Und das ist dann doch mit einem großen, erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Und es soll auch eine Besonderheit bleiben, wenn alle 5 Jahre diese Ausstellung stattfindet. Alle gezeigten Krippen sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Viele Arbeitsstunden und genaue Recherchen sind nötig, um die eigenen Ideen umzusetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Krippe gebaut, letztes Jahr noch mein Mann und ich, und haben uns im Internet schlau gemacht, wie lebt man denn in Israel, was haben die für Gebäude. Und genau das haben wir nachempfunden, weil ich gesagt habe, das ganze Geschehen ist ja dort in Bethlehem, in dieser Region. Und so ist die Krippe entstanden. Die Liebe zum Krippenbau wird oftmals innerhalb der Familie über Generationen weitergegeben. Mein Sohn ist durch und durch ein begeisterter Krippenbauer und Schnitzer, und das hat er von mir geerbt, weil ich von klein auf durch meinen Eltern zur Krippe geführt worden bin. Und wenn der Papa vor Weihnachten im Keller unten ist und Krippen baut und verschiedene Krippenzubehöre baut, hat es ihn so inspiriert, dass er dann selber zum Schnitzmesser gegriffen hat und einmal die ersten Versuche gemacht hat, und die können sich jetzt ganz gut sehen lassen. Die Welt der Krippe und des Krippenbaus ist vielseitig und faszinierend. Wer in diese Welt eintaucht, den lässt sie so schnell nicht mehr los. Man kann seine eigene Inspiration darin leben. Der eine möchte es komplett aus Holz irgendwie groß, der andere sagt, nein, ich will es eher kleiner gestalten. Und man kann sich nur begeistern für Krippen, genauso wie ich mich dafür begeistern kann und konnte und immer werde. Die Krippenausstellung im Kongregationssaal am Kapellplatz in Altötting läuft vom 23. November bis 15. Dezember und hat montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.